Willkommen zurück. Wir sind beim Boss der Sandgaleone, ein gewisser Tintenfisch. Ich weiß nur noch nicht, wie ich ihn irgendwie entgegentreten kann. Ich habe das noch nicht ganz gecheckt. Vielleicht nochmal hier zurücklaufen. Ich weiß nicht ganz, was er von mir will. Ich drehe mich immer hin, aber ich muss erst die Kamera noch positionieren, damit er auch dann wirklich beim Gucken da auch hinguckt. Wenn ihr versteht. Ach, hier geht's weiter, oder? Oh! Das ist jetzt nochmal so ein Lauf. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Diese Tentakel scheinen zu einem riesigen Monster zu gehören. Es scheint, als würde das Schiff angegriffen. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass das Schiff untergeht, wenn du nichts tust. Das wird es sowieso wahrscheinlich. Ich empfehle, die Tentakel mit der heiligen Kraft zu durchtrennen. Und draußen nach dem Rechten zu sehen. Der heiligen Kraft meint sie etwa den Himmelsstrahl? Ja. Als wenn er so stark wäre. Okay, so nicht. Schneiden wie geschnitten Brot. Ah, was soll das denn? Wo kam das denn her? Ist auch ein sehr innovativer Boss, dass man da einfach nochmal rumlaufen muss. Ist ja wie bei Ganondorf und Ocarina of Time am Ende. Ocarina of Time. Es geht weiter. Das ist eine schöne Idee eigentlich. Oh, wir sind doch nicht hier bei Donkey Kong. Hilfe. Ah. Also ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Soweit war ich noch nie. Wahrscheinlich hat mich die Sandgaleone damals alle Nerven gekostet. Ja, wie ein Ballons ringt. Ich wollte speichern, aber die Statue ist weg. Gebieter, ich muss dich warnen. Da draußen geht die Post ab. Luzi! Ich spüre eine dunkle Präsenz hinter dieser Tür. Ich spüre sie schon hier drin. Dich nämlich. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass sich der Ursprung der Tentakel in der Nähe befindet. Ich rate zu äußerster Vorsicht, wenn du nach draußen gehst. Oder ich bleibe drin und chill mein Leben, ne? Ich werde überhaupt nicht verfolgt. So. Geben wir die Sache mal an. Es regnet. Das mag das Enkodierprogramm immer besonders. Da wird die Datei riesig und lange enkodiert werden. Alles geht futsch, habe ich auch gleich gesagt. Egal, ob ich kämpfe oder nicht. Es geht alles kaputt. Den gab es in Donkey Kong Country Returns übrigens auch. Die haben dann schön von sich selbst abgekupfert. Oh, so sah der aber nicht aus. Aber ich glaube, so sehr hat man ihn noch gar nicht gesehen in Donkey Kong Country Returns. Uraltes Meeresgrauen Daidagos. Das nenne ich mal ganz dogmatisch. Ein unschönes Ereignis. Was soll ich tun? Ich glaube, ich muss weiter mit den Himmelsstrahlen. Lass mich in Ruhe. Schüttel. Bringt das was, mich zu schütteln? Es schüttelt mich sowieso. Ich glaube, das war gut, aber bringt das was? Hat das irgendeine Relevanz? Bisher habe nur ich Schaden genommen, glaube ich. Macht es ihm wirklich Schaden, wenn ich ihn so... Naja, es hört sich zumindest so an. Total dumm, wenn man so kämpfen muss. Muss ich mal kurz erwähnen. Es erinnert ja auch schwach an den Wassertempel-Boss in Ocarina of Time. Habe ich ihn nicht getroffen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit zu kämpfen? Pfeil und Bogen? Nö. Okay, dann wüsste ich gerade... Alter! Er schlägt mit seinem Schwanz an mir. Geht. Eine andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht, ihn zu bekämpfen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Was sollte ich sonst tun? Sollen nicht so ein Geräusch machen, wenn es nichts bringen würde.
Im Let's Play habe ich den schon mal gesehen hier. Also den Weg nach 1000 kannte ich nicht mehr. Aber den hier schon. Aber ich habe vergessen, wie er ging. Eine Bombe legen, wo er dann rauskommt. Das wäre natürlich ganz innovativ. Ich brauche eine kurze Bombentasche unbedingt. Ah, das ist viel zu langsam, die Bombe. Also gerade. Komm schon. Ich bin eh gleich tot. Er macht mich fertig. Kann mir feinlich mal was sagen, sonst ist sie immer so mitteilungsbedürftig. Nächstes Ziel. Ich hätte vielleicht Informationen machen sollen. Danke für diese Information. Warum sagt sie mir nicht zum Boss? Ja. Kann ich mich nicht hier irgendwo in Sicherheit bringen mal? In der Ecke? Was, wie soll ich ihn besiegen? Also bekämpfen. Das eine geht ja dann mit dem anderen schon einher. Er kommt mir nicht näher. Gut. Was bringt mir das? Nothing. Was habe ich nicht bedacht? Was gäbe es noch zu tun? Da oben ist noch eine Kiste. Aber an die komme ich gar nicht ran. Ah, jetzt kommt er mal hier raus. Was will er denn jetzt hier? Ich dachte, hier wäre ich sicher. Hustekuchen. Löwenzahn. Nee, geht nicht. Das missfällt mir ja dann doch. Bei einem Boss wollte ich jetzt eigentlich nicht nachgucken, wie der geht. Gerade die Bosse sind ja eigentlich eher simpel gehalten bei Zelda. Das bringt nichts. Das hört sich zwar so an, aber irgendwie tut sich ja nichts weiter. Was habe ich übersehen? Also Pfeilenbogen hätte ich noch. Das wäre jetzt das Einzige. Aber es hat ja auch nichts gebracht. Mann. Manometer. Dass man nicht mal einen Tipp kriegt hier. Es ist doch kein Nintendo Entertainment System. Es scheint echt nicht zu helfen. Ich treffe ihn zwar, aber es hilft nichts. Aber ich werde dauernd getroffen. Aber es war doch klar, dass das Schiff untergeht. Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Bin ratlos. Kann ja noch mal ein bisschen rumlaufen und ihm ein paar mitgeben. Aber da gibt es doch keine Möglichkeit rauszufinden, was man jetzt zu tun hat, oder? Wieso hat... Alter! Hat das nicht geklappt? Mein Schwert, es leuchtet. Und was tut es? Es leuchtet blau. Daneben. Ja, das hat doch keinen Sinn. Im Entehaken mal probieren. Das war auch Schwachsinn eigentlich. Oder musste ich mich einfach fangen lassen? Vielleicht war das die Lösung. Enterhacken wird hier auch nichts bringen. Oh! Oh! Ich bin von selbst drauf gekommen. Das freut mich eher am meisten. Ich war kurz davor, jetzt nachzugucken, aber mitten im Bosskampf. Das wäre sowas von scheiße gewesen. Moment, ich muss meinen Wiimote wieder zentrieren. Das war nicht zentriert, das war der Tag. Seht mal, wie er sie hält. Moment, ich gehe mal wieder weg. So, jetzt halt's hoch, das Schwert.
Jetzt macht er das nicht mehr. Ich glaub's ja nicht. Die ganze Zeit hat er das doch gemacht. Ich muss irgendwie spiegelverkehrt den V-Mod ausrichten. Das hatten wir auch schon mal. So. So rum. Oh, ich bin da nicht drauf gekommen. Aber dann doch zum Glück. Hätte man nie mehr sagen können, ne? Die ganze Zeit. Wow. Oh, fuck. Jetzt wieder pissig. Jetzt muss ich aber... Genau. Falsches Item. Geh da rüber. Wieso muss ich denn spiegelverkehrt die V-Mod nutzen? Ich muss das irgendwie invertieren später nochmal. Hilfe. So. Zum Glück kann ich trotzdem nach oben zeigen. Und nicht nach unten. Ich wusste, da ist jetzt ein Schwert dran. Oh. Oh, ich kann nicht mehr. Ich habe alles gegeben. Ich werde der Allerbeste sein. So, Vorsicht. Oh ne, jetzt nicht wieder seine Tentakel, bitte. Das wäre ja scheiße. Nein. Die werden jetzt immer schneller wahrscheinlich. Kann ich nicht zwei auf einmal? Nein, ich kann mitten durch und keinen treffen. Ja, super. Ganz toll. Voller Däne. Nicht immer auf die Schweden, auch mal auf die Dänen. Er hält das Schwert nicht gescheit. Was ist das denn? Bisher hat es doch immer geklappt mit dem Schwert. Ne? Was ist denn jetzt los? Einfach hochhalten. Nach unten halten. Jetzt, komm schon. Ha, zwei auf einmal. Zwei auf einen Streich. Du willst nicht, aber du. Na, nicht so rum. Schön horizontal. Oh nein. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe da auch keinen Schaden genommen jetzt. Nein. Der ist gut. Aber ich bin besser. Ja, ich würde den schon fast als schwersten Boss überhaupt bezeichnen. Das war dumm. Und wer weiß, wie viele Phasen es noch gibt. Jetzt halt das Ding hoch. Na, wieso trifft der mich denn? Ist da. Hochhalten. Sieht schon dappisch aus mit dem Kampf, so das Schwert zu hochhalten. Würde auch keiner machen. Ja, das war's. Gut. Jetzt kommt er auf der Seite. Interessant. Oh. Ah, jetzt aber. Ran, ran. Nicht auf mich stürzen, bitte. Auf geht's. So, noch einmal vielleicht. Anstrengend. Der Boss hat's in sich. Zum Glück habe ich nochmal einen Schnitt gemacht vor dem Boss. Sonst wäre das jetzt ein übelst langes Video geworden. Boah, jetzt gehen sie aber hier ab. Der hat aber viele. Ich habe noch eine Fee, hoffe ich zumindest. Ich kann jetzt nicht nachgucken. Nach oben. Wenn das nicht so lange dauern würde, wäre der Boss viel spektakulärer. Dankeschön. Ich habe nicht mitgezählt, wie viele er immer zerstört bekommen will. Aber sind halt ein paar. Hahaha. Dann noch der nächste. Ach, das war's schon. Jetzt kommt er auf der Seite bestimmt. Nein, er kommt wieder hier. Ich warte jetzt erstmal, bis er wieder zugeschlagen hat. Ich glaube, das war leichter dann. Genau. Wow. Oh, getroffen. Das nenne ich Skill. Heute gibt's Fisch zum Abendbrot. Leckere Tentakeln. Kann man drauf rumlutschen. Boah. Ich hab doch gesagt, das Schiff geht unter. Ich hab's geahnt. Ich muss fliehen. Denn der lebt noch. Kann ich ihn nicht ganz besiegen? Ich weiß nicht. Ja, super nett. Das ist fies. War richtig fies gerade. Geh einfach hoch, bitte. Nicht nochmal kämpfen. Ich bin fast tot.
Nein, jetzt geht er richtig ab. Ach du Scheiße. Aber episch in Szene gesetzt. Hier hat er schon so ein paar frisurschädigende. Ah, Igitt! Was wollt ihr denn? Was soll ich denn gegen euch tun? Muss ich da wieder den Himmelstrahl anwenden wahrscheinlich? Ja, muss ich jetzt mal von vorne machen. Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Schnell fallen Bogen raus. Dann muss ich gegen die gar nicht erst antreten. Ein Glück. Ja, ran! Zeitverschwendung! Herzchen! Unglaublich, dass es mal ein Herzchen gibt. Ein Boss, bei dem es übrigens kein Herzchen sonst gibt. Was will denn jetzt? Ach, die will mir sagen, dass ich wieder keine Herzchen habe. Bleib ich halt hier stehen. Ah, fängt es jetzt immer von vorne an, ich weiß es nicht. Aber hier kann ich ihn wenigstens schön treffen. Was soll das denn? Ich bin gerade abgesetzt worden. Probiere ich gerade nochmal so. Das ist jetzt so schnell. Oh, jetzt bin ich kaputt. Habe ich noch eine Fee? Ah, ich bin noch nicht tot. Beim nächsten Mal dann. Wie soll ich denn mich gegen die zur Wehr setzen? Im Schwert. Ah, einfach mal abgehen wie eine Luzi. Gib mir eine Fee. Gib mir eine Fee. Komm, Fee. Oh, mein Herz. Ich habe eine Fee. Ich dachte, ich bin tot. Ja, das ist doch voll nett. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich gehe erstmal hier ein bisschen näher ran. So, jetzt. Hallo? Irgendwann musst du auch mal treffen. Jetzt stirb endlich, du Mistvieh. Ist er tot? Oh, der Boss hat mich Nerven gekostet. Genau wie der ganze Dungeon. Ja, war übel. Eine ganz neue Ebene an Schwierigkeit in diesem Spiel. Dass der auch noch zwei Phasen hatte. Ich dachte nach der ersten schon, jetzt ist aber genug. Ja, damit. Das habe ich mir verdient jetzt. Nimm es. Jetzt laber mich nicht zu, Fei. Bitte. Halt einmal die Klappe und lass uns den Moment genießen. Den Moment des Triumphes. Aha, ich will trotzdem erst den Herzcontainer. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Deine Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. Haha. Ich brauche so viele Herzchen wie möglich. Und eine Fee mal wieder. Dazu könnte ich in den Waldtempel zurückgehen. Das wäre aber witzig. Und leicht lächerlich. Irgendwo anders gibt es aber bestimmt auch eine Feenquelle. Und das Feuer, das ewige Feuer, oder wie es hieß. Ich weiß gar nicht, wie viele Tempel jetzt noch kommen. Einer mindestens, aber vielleicht ist es auch schon der letzte. The last one. Hey, brenne frei. Wie guckt der denn? Das riecht aber komisch. Tolle Judo-Rolle. Guck mal, wehe du kommst. War das jetzt die zweite oder die dritte Flamme und wie viele gibt es? Ich habe so ein bisschen den Überblick nie gehabt bei Skyward Sword. Das war in anderen Teilen viel offensichtlicher. Für meine Begriffe. Jetzt sieht es wieder ein bisschen anders aus. Nairus Flamme hat dein Schwert gestärkt. Fei erhält neue Macht. Was? Du kannst mit der Aurasuche nach der nächsten suchen oder wie? Ach, ich habe mir Aurasuche Flächen frei. Wieso ist das jetzt so schnell weggegangen? Egal. Jedenfalls gibt es drei Göttinnen und wenn das jetzt die dritte war, dann habe ich alle Flammen erhalten.
Oh, meine Hand. Die ist so groß. Das Triforce des Mutes. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehre dafür zurück in die Stätte der Lieder. Gut, da muss ich wohl noch eine Flamme erhalten. Vermutlich. Und auf dem Weg kann ich im Wolkenhort dann erstmal ganz viel Geld ausgeben. Dann beim nächsten Mal. Ja, das möchte ich. Danke fürs Zusehen. Und tschüss.